Hey Stevo! Hau ab! Lass mich bloß in Ruhe, genau! Haut doch alle ab! Verschwindet! Ich wollte diese Waffe gar nicht ausrüsten eigentlich, sondern das rostige Schwert hier. Hm, nein. Was ist denn jetzt los? Ach, jetzt fehlt mir wieder Stärke. Ja, so ein Mist. Boah, das glaube ich jetzt nicht, ne? Na gut, dann muss halt... Ach, scheiße. Da kommen sie wieder, die Drecksviecher. Ich muss jetzt ein bisschen Fleisch braten, das geht einfach nicht anders. Ich kann nicht immer diese Spruchrollen verwenden. Scheiß auf die Molerat-Keule. Wir wollen sowieso nicht so viel Stärke lernen. Er musste es ja besser. Ist jetzt egal, ich muss jetzt Fleischstücke braten. Ich hab... Lecker. Sehr lecker. Erzähl dir doch nichts Neues. Ach, die haben den getötet. Erzähl wie auch immer. Nichts, ich kenne sowas. Ich bin ganz deiner Meinung. Hast du schon mal einen Teleporterstein benutzt? Bist du wahnsinnig? Sie haben mich damit beauftragt, einen dieser Teleportersteine zu verstecken. Hier erfährt keiner was. Wo ist dieser Teleporterstein? Im Süden. Ist doch wahr. Kann ich diesen Teleporterstein mal sehen? Von mir aus. Ich wundere mich aber gar nichts mehr. Sehr schön. Welche Rüstung kannst du mir anbieten? Ich habe hier ein sehr schönes Stück. 1000 Goldstücke, boah. Ich denke darüber nach. Wie du meinst. Immer ja. Wieder das Gleiche. Wie auch immer. Irgendwann mal, wenn wir genug Gold haben, werden wir das kaufen, aber jetzt nicht. Das war noch schon vorher klar. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Okay, jetzt noch ein bisschen Mana. Das ist wirklich nicht mein Problem. Und ab zu den Wassermagiern. Dann können wir endlich alle Teleporter benutzen. Das wird uns sehr viel Laufweg ersparen. So. Hier gibt es ja auch noch ein bisschen Kram. Lederbeutel, Stachel, Elixier der Haltung, so. Ich wollte gerade was anderes sagen. War natürlich ein Elixier der Heilung. Das war Kronos und hier haben wir Merdarion. Warte mal. Die Teleportersteine scheinen gut zu funktionieren. Du hast... Ja. Und... Okay. Mist, jetzt ist schon 17 Uhr. Ist aber jetzt egal. Ich will noch mal eben kurz, wenn wir schon hier oben sind. Ja, wir gehen in diese Richtung, müssen wir auch. Das geht nicht anders. Scheiße, wir haben keinen Drang der Geschwindigkeit. Boah, Mann, ey. Wir haben das doch gelernt, oder? Haben wir das gelernt? Ich meine, wir hätten das bei Constantino gelernt. Ja, super! Das rockt. Das rockt. Knepperkraut und Feldknöterich haben wir ja. Trank der Geschwindigkeit. Super. Fertig. So muss es sein. Fertig. Fertig.
Fertig. Na komm, einen machen wir doch. Fertig. Sehr schön. Das wird richtig gut, denn ich habe nämlich was vor. Und damit fangen wir direkt an. Ich speichere hier ab, falls wir nochmal laden müssen. Was mache ich denn da? So, jetzt Zettel. Haben wir Licht? Ich guck mal. Licht, Licht, Licht. Ja, haben wir. Und Action. Ach, das sind ja Gobos gespawnt. Egal, interessiert uns nicht. Weg hier. Wir müssen hier weg. Einmal. Zweimal. Und weg. Tschüss. Hallo. Papa! Papa! Ich kann das auch. Papa! Aua! Drecksviecher. Gut. Nun hat dich dein Weg also hier unser Treppen. Das ist da gut. Und der Dialog würde jetzt auch, glaube ich, 10 oder 15 Minuten lang gehen. Und das ist so viel Text, das kann man sich nicht vorstellen. Und bald aber als und fast ja und da und wir holen uns jetzt hier die Quest ab zu, wie, nun, erst wenn du ich sehr schön ja. Gut, ich Dagot, der erste Wächter Belias und siebter Hüter der heiligen Hallen von Vakhan, werde dich deiner ersten Prüfung. Du sollst das nennen. Niemand, aber ich, Lucy, mich kümmere. Also gut. Und noch, nimm die nun gehalten. Okay, wir haben von Dagot einen besonderen Ring erhalten. Den müssen wir zu gegebener Zeit dann ausrüsten. Das ist wichtig. So, jetzt will ich nochmal kurz hier in diese Höhle rein, um dort eine Quest zu aktivieren. Für die, die das noch nicht kennen. Das gibt's so in der deutschen Rebalance. Hier geht es nämlich um die Quest in diesen Schatzsucher. Doch dazu werde ich jetzt auch mein Gold ablegen, denn der Typ ist einfach zu stark. Den kann man nicht besiegen, es sei denn man cheatet. Also bestenfalls, man lässt sich verprügeln oder man zahlt ihm einfach 100 Goldmünzen. Dann ist alles gut. Du, bleib stehen. Was willst du? Na, was wohl? Dein Gold und alles, was du sonst bei dir hast. Ich bin Schatzsucher. Und du hast mit Sicherheit einige Schätze bei dir. Ja, man hat jetzt hier ein paar Dialogoptionen und je nachdem, was man halt aussucht, geht dieses Prozedere immer weiter. Also das kann auch zu einem längeren Dialog werden. Oder man bezahlt direkt 500 Goldstücke. Geh mir aus dem Weg, hört sich sehr gefährlich an. Du machst Witze, machen wir mal das. Du machst Witze. Sehe ich so aus? Mit mir ist nicht zu spaßen. Die Zeiten sind hart.
Es ist schon schwer genug, als Schatzjäger heutzutage überhaupt noch etwas zu finden. Also nimmt man sich das, was man kriegen kann. Und ich will 500 Münzen von dir. Ja, jetzt hat man hier wieder zwei Dialogoptionen. Sieh zu, dass du verschwindest, oder tut mir leid, ich habe kein Gold. Ich meine, es ist völlig egal, was wir sagen. Wir haben erstens sowieso jetzt im Moment kein Gold, oder... Naja, versuchen wir das mal. Tut mir leid, ich habe kein Gold. Ach komm, hältst du mich für blöd? Um hierher zu kommen, ist eine gute Ausrüstung vonnöten. Aber ich sag dir was, gib mir einfach deine Waffe. Dann lasse ich dich in Ruhe. Ja, jetzt hat man hier wieder zwei Dialogoptionen. Entweder man gibt ihm die Waffe, oder vergiss es. Was soll ich sagen? Ich warte mal auf eure Antwort. Entweder Waffe geben oder vergiss es. Antwort A oder B. Ihr könnt ja A oder B schreiben. Also, A oder B? Der Erste, der was schreibt, hat gewonnen. A, okay. Hier hast du meine Waffe. Ach komm. Super, die brauchen wir doch selber. Nee, Steo war schneller, also... Okay, okay, ich gebe dir meine Waffe. Lass mich jetzt durch. Du ziehst die Waffe gegen mich? Na, warte, du nach. Hoppla, das ist schlecht, lieber nicht. Der haut uns sowieso um. Waffe weg, dann kann er sie nämlich nicht klauen. Noch nicht mal Gold? Rio Days, glaube ich, ein Level 7, also Stufe 7, Kapitel 7, NPC, den kriegt man nicht kaputt. Es sei denn, man cheatet, das ist, da kannst du machen, was du willst. Lassen wir den Streit... Mann, mir reicht's. Ich verschwinde jetzt. Ja, gehe du nur. Ist auch besser so. Den knöpfe ich mir später noch vor. Scheiße, wo kommt der Minecrawler her? Fuck! Ich bin fast tot! What the fuck? Ich hab's immer noch drauf. Was war das denn? Ich bin ja halb tot. Dreckscrawler, hey. Wo kommt der denn her? Boah, diese Drecksviecher, ne? Da ist nichts zu holen. Na gut, der haut jetzt ab, dieser Schatzsucher. Und wir gehen jetzt auch. Wir werden ihn aber wieder treffen. Ich meine, den kriegt man schon kaputt. Wenn man sich irgendwo hinstellt und dann mit dem Bogen 500 Pfeile auf den draufknallt, dann stirbt auch der, klar. Aber im normalen Kampf hat man überhaupt keine Chance gegen den. Nicht wirklich. Er hat, glaube ich, 4000 Lebenspunkte und ist Meister. Also ich will den sehen, der den so ohne weiteres besiegt. Was war jetzt denn hier los? Achso, Dagot wollte mir helfen, alles klar. Du hast ihn im fairen Kampf besiegt. Das Problem ist, wenn du ihn aber besiegst, dann ist er halt sauer auf dich und dadurch entgeht dir... eine sehr, sehr lange Questreihe. Deswegen macht es auch Sinn, im unteren Level dem halt die 500 Goldstücke zu geben oder einfach sich verprügeln zu lassen. Das reicht ja auch. Ja. Ansonsten startet die